Ich habe die Natur schon immer geliebt. Ich liebe den Wald, ich liebe Wandern, Camping und Angeln. Bei dieser Gelegenheit war ich 15 Minuten an einem See, als plötzlich dieses überwältigende Gefühl der Angst überkam mich. Ich schaltete meine Stirnlampe ein, um umzudrehen und den Rückweg zum Flussufer anzutreten. Und gleich hinter einem großen Bergahorn. Ich sah etwas, das wie ein sehr großes Tier aussah und daneben kniete. Als mein Blick darauf fiel, erstarrte ich völlig. Ich wusste, dass ich dort definitiv etwas sah, aber mein Verstand konnte es nicht verarbeiten. Was ich da sah, ergab keinen Sinn. Ich sagte mir immer wieder, Tiere sollten nicht so aussehen. Gerade während ich das denke, es ist, als ob dieses Ding meine Gedanken lesen würde, stand auf und war deutlich sichtbar. Wissen Sie, die Monster, von denen Ihre Eltern Ihnen gesagt haben, dass sie nicht real sind und Ihnen nichts antun können? Ich habe schon früher vom Dogman gehört, ihn aber nie wirklich ernst genommen. Diese Dinger sind perfekt angepasste Tötungsmaschinen. Die Art und Weise, wie die Arme und Beine aussahen, ließ darauf schließen, dass er perfekt an das Gehen auf allen Vieren sowie an das Gehen auf zwei Beinen angepasst war. Dieses Erlebnis hat ein riesiges Loch in mir gerissen. Und die Menschen müssen auf diese Dinge aufmerksam gemacht werden. Sie sind so real, wie es nur geht, und sie sind gefährlich.